Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute kam endlich Quajutsu als Titan Quajutsu in die Raids. Und ich habe schon ein paar Raids gemacht und wollte euch zeigen, welches Pokémon meiner Meinung nach bisher am besten funktioniert. Solo natürlich. Und was ihr dafür braucht. Ich habe euch ein paar zur Auswahl mitgebracht. Einmal Morlord, einmal Gastrodon, einmal Aquana und einmal Toxicroak. Toxicroak ist übrigens mein Favorit. Morlord, natürlich Terra-Typ Boden mit dem Item Muschelglocke. Ganz wichtig ist immer den Spezialverteidigungswert hochzumachen, weil Quajutsu auf Spezialangriff geht. Das heißt, ihr müsst hier oben den Spezialverteidigungswert immer mit Zink auf maximalen Wert bringen. Bei Morlord habe ich noch Angriff dazu gestärkt und ganz wichtig die Fähigkeit H2O Absorber, dass Hydropumpe euch nicht trifft. Denn kurz der Movepool von Quajutsu, er macht ganz am Anfang einmal Giftspitzen und einmal Doppelteam. Doppelteam ist sehr nervig, da sage ich gleich noch was zu. Dann hat er Eisstrahl, Hydropumpe, Nachthieb und Mülltreffer. Also ein relativ breiter und für uns sehr problematischer Movepool, aber dazu später mehr. Attacken auf Morlord, einmal Amnesie, um euren Spezialverteidigungswert noch stärker zu boosten, Fluch, um euren Angriff zu boosten und Erdbeben. Und was ich dann immer mache, ist am Anfang einmal Amnesie, dann ein-, zweimal Fluch und dann mit Erdbeben die ganze Zeit drauf. Sobald er ein Schild hat, wird er euren Angriff und Verteidigung wieder zurücksetzen. Dann würde ich wieder ein- bis zweimal Fluch drücken und dann wieder auf Erdbeben gehen. Das funktioniert eigentlich ganz okay. Das einzige Problem ist wirklich Doppelteam, aber wie gesagt, da sage ich später noch was zu, wenn ich euch den Angriff zeige. Gastrodon ist relativ ähnlich, nur anstatt Angriff auf Spezialangriff, wieder Spezialverteidigung natürlich hoch und dieses Mal Sturmsog. Und Gastrodon ist so mit das, ich glaube, das zweitstärkste. Ich glaube, Toxicroak ist das stärkste, Gastrodon so das zweitstärkste, weil Sturmsog erhöht euren Angriff, euren Spezialangriff um eine Stufe. Und Erdkräfte hat die Möglichkeit, die Spezialverteidigung vom Gegner zu senken. Und das in Verbindung kann halt richtig, richtig gut reinhauen. Weil ihr macht am Anfang einmal Amnesie und dann spammt ihr die ganze Zeit nur Erdkräfte durch. Mit Terra-Boden sehr, sehr nice und eigentlich ein No-Brainer. Da müsst ihr nicht viel für können. Einmal Amnesie am Anfang und dann die ganze Zeit nur Erdkräfte. Als Item natürlich wieder Muschelglocke. Aquana ist, glaube ich, solo nicht so gut, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe es versucht, am Anfang dreimal Trugträne zu drücken, danach vier-, fünfmal Gedankengut und dann einmal Kraftvorrat. Der Gegner ist halt nicht One-Hit und danach wieder Kraftvorrat hoch zu boosten, sehr schwierig. Könnt ihr gerne versuchen. Ich würde davon abraten, Aquana nicht so ein guter Raid-Gegner. Und jetzt kommen wir zu Toxicroak. Toxicroak, Angriff hoch und natürlich wieder Spezialverteidigung hoch und die Fähigkeit Trockenheit, ganz wichtig, dass Hydropumpe euch nicht trifft. Dann braucht ihr eigentlich nur zwei Attacken und das ist Schwertanz und Erdbeben. Und ich würde sagen, dazu blende ich euch mal meinen Kampf gegen Quajutsu ein. Ganz wichtig ist am Anfang drei oder zweimal Schwertanz zu machen und dann einmal Erdbeben zu drücken. Es kann sein, dass Erdbeben dann einmal nicht trifft, das ist aber nicht so problematisch am Anfang. Er hat dann nur einmal Doppelteam draußen und ihr solltet auf jeden Fall einmal mit Erdbeben treffen und dann kommt das Schild von Quajutsu.
Wenn da Schild von Quajutsu kommt, dann wird auch euer Angriff zurückgesetzt. Und was ich euch dann empfehlen würde, ist noch 2 oder sogar 3 Mal Schwerttanz zu drücken. Weil zu diesem Zeitpunkt macht Quajutsu nicht viel Schaden. Also Quajutsu macht eh nicht viel Schaden. Der boostet nicht einmal seinen Angriff hoch oder sonst irgendwas. Also mit dem Zink und dem hohen Spezialverteidigungswert ist das eigentlich gar kein Problem, dass ihr sterbt. Und mit Muschelglocke hält euch sehr, sehr gut gegen. Deswegen auf jeden Fall 2, wenn nicht sogar 3 Mal Schwerttanz. Ich habe hier 2 Mal Schwerttanz gemacht. Das hat auch gereicht. Und sobald ihr Terra-Boden machen könnt, müsst ihr sofort Terra-Boden machen und dann auch wieder die ganze Zeit nur Erdbeben spammen. Und dann einfach nur hoffen, dass eure Attacken treffen tatsächlich. Weil ab der Hälfte macht Quajutsu nochmal Doppelteam und kurz vor Ende nochmal Doppelteam. Ich hatte hier relativ viel Glück und ich habe, glaube ich, nur 1 oder 2 Mal Erdbeben nicht getroffen. Je nach RNG kann es halt echt sein, dass ihr das 2, 3, 4, 5 Mal nicht trefft. Ich habe mit Gastrodon 1, 2 Raids gemacht und habe tatsächlich 4, 5, 6 Mal Erdkräfte nicht getroffen. Das ist dann wirklich bitter. Da müsst ihr ein kleines bisschen belieben und ein bisschen Glück haben. Aber ansonsten ist der Raid gar nicht so schwer. Also kein Vergleich zu Lieberlo, der ja seinen Angriff komplett hochgeboostet hat mit Protzer. Der macht gar keinen Schaden, Quajutsu. Das einzige Problem, was am Ende noch sein kann, wenn ihr Terra Boden seid, dass da ein Eistrahl kommt. Deswegen ist es so wichtig, 2 oder 3 Mal Schwerttanz zu machen, bevor ihr auf Terra Boden geht. Damit ihr euch erstens gegen Eistrahl sehr hoch heilt und damit der Kampf nicht so lang geht. Weil umso länger der Kampf geht, umso öfter kann er Eistrahl drücken, umso öfter kann er euch einfrieren, euch viel Schaden zufügen. Deswegen ganz wichtig, sobald das Schild da ist, noch 2 oder sogar 3 Mal Schwerttanz drücken, um dann mit Erdbeben den Kampf zu beenden. Wenn ihr den Kampf beendet habt, seht ihr hier, es gibt wieder ein garantiertes Pflaster für euch. TM91 und ganz, ganz viele Gift-Terra-Stücke. Und ja, mich würde sehr interessieren, wie ihr den Raid bisher bestritten habt, wie ihr das so macht. Mich würde sehr freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst. Also haut mal richtig viele Likes auf das Video raus. Gerne Follow da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin übrigens heute auch live mit der Community und mache ganz viele Raids mit, ich denke mal mit Psyopatra. Wir machen wieder die Baldorfisch-Taktik mit Akupressur. Das war ganz wichtig, witzig gegen Lieberlo. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.